Dahin habe ich es gleich auch aufgebraucht. Wie ich sehe schon, wird es Nacht. Es wird Nacht, das finde ich gut. Okay. Okay, uff. Aber so geht es wenigstens schnell abwärts. Komm, heil dich hoch, Kollege. Ich wollte hier runterspringen, Junge. Ab geht's. So, und hier geht's ja wieder recht schnell mit dem Runterlaufen. Hätte ich den Turm übrigens noch dicker gemacht, hätte ich hier in der Mitte in der Säule drin eine Art Fahrstuhl bauen können. Toll. Denke ich natürlich auch erst im Nachhinein dran. Jetzt nochmal alles abreißen, mache ich garantiert nicht. Das mache ich jetzt garantiert nicht. Aber ihr könnt mal eben kurz alle was trinken, mache ich nämlich auch. So, dann wollen wir mal farmen, habe ich gehört, ne? Hab gehört, wir wollen heute richtig was abfarmen. Fangen wir mal hier mit dem Zuckerrohr an. Habe ich gehört. Habe ich schon ganz oft gehört. So. Da ist noch Zuckerrohr. Meins, alles meins. Dann werden gleich die Tiere natürlich wieder gefüttert. Ist ja wohl klar. Die sollen ja hier nicht leer ausgehen. Wenn ich hier schon ganz viel Fressen für mich farme, sollen die auch was davon abhaben. Ich finde gleich nochmal einen schönen Ort irgendwo, wo ich ein schickes Foto machen kann für Thumbnail. Fürs letzte. Rote Beete. Weiß ich auch noch nicht so ganz genau, wofür man den ganzen Kram braucht. Außer für rote Farbe. Aber so viel rote Farbe brauchen wir nie im Leben, glaube ich. Wobei für buntes Glas braucht man da wieder einzeln Farbe oder wie läuft das? Buntes Glas habe ich ja noch nie gemacht, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich übrigens erfahren, also jetzt schon des Öfteren gehört, dass Minecraft Windows 10 Edition Crossplay hat. Ergo auf PC mit Windows 10 Version, mit allen Konsolen und so weiter kann man gut zusammenspielen. Das soll wohl funktionieren. Das finde ich sehr gut. Und das bedeutet, dass wir eventuell demnächst auch mal einen Gast hier zu Besuch haben im Let's Play. Ja gut, was heißt demnächst? Wir werden hier einen Gast zu Besuch haben irgendwann. Wenn sie denn Lust hat. Zumindest habe ich vor, mit jemandem das Ganze mal auszuprobieren, das Spielen an sich. Und dann bin ich sehr gespannt, ob sie denn Lust hat, auch mich auch mal im Let's Play zu besuchen. Ich bin da sehr gespannt. Ich lasse euch da auch mal schön auf die Folter gespannt. Wer das ist, kennt ihr definitiv noch nicht. Mit der habe ich nämlich noch nie was zusammen gemacht. Die macht auch keine Let's Plays. Leider Gottes, leider Gottes. So. Mann, Mann, Mann. Ups. So. Und jetzt rennen wir hier einmal mit der Axt durch. Habe ich eigentlich irgendwo noch Kürbis stehen oder habe ich die schon alle zu Kürbiskuchen gemacht? Ich glaube, ich habe. Irgendwo habe ich bestimmt noch Kürbis, oder? Ist nur die große Frage, wo? In erster Linie habe ich keinen Bock, die hier zu geben.
So. Es gibt Punkte, Leute. Ey! Wow, ich habe das irgendwann mal aufgemacht, aber egal, die Hühnchen bringe ich dann einfach gleich mal um. Wäre jetzt kein Ding. Gib mal her. Ich wollte sowieso ein paar, wobei, wenn die ausgewachsen sind, dann mache ich das mal. Kannst du doch mal weggehen, kleines Hühnchen? Sonst muss ich jetzt schon umbringen, obwohl du nicht mal groß geworden bist. Wow, ist direkt ein neues rausgekommen. Tja, du hast nicht anders gewollt. So, wo sind die anderen Hühner hingerannt? Da oben rennt eins. Umgebügelt. Da rennt eins. Auch umgebügelt. Das waren, glaube ich, drei Stück, habe ich gesehen. Da ist eins. Umgebügelt. Die Restlinien sind da noch drin. Gut, Kartoffeln. Ich glaube, Schweine fressen Kartoffeln. Schweine fressen, glaube ich, alles. So, die machen Schweinereien, das finde ich gut. So. Dann habe ich noch Getreide. Das brauche ich jetzt für die Schafe und für die... Weil die Schafe wollte ich eigentlich gar nicht vermehren. Das brauche ich jetzt nur noch für die Kühe. Die brauche ich nämlich unbedingt fürs Leder. Den will ich quasi ans Leder. Huch, Hilfe! Kommt ihr denn alle her? Oh, jetzt haben wir aber viele Kühe hier. Ey. Das finde ich gut. Finde ich, glaube ich, ein bisschen sehr gut. Okay, cool. Dann sortieren wir den Rest mal ein. Ich habe hier drin doch bestimmt irgendwo eine Kiste, wo der ganze... wo Federn zum Beispiel drin sind. Den Rest müsste ich irgendwo nach oben hinpacken. Okay. Kartoffeln. Hier kommen Eier rein. Ich auch mehr als genug so langsam. Brote, rote Beete und hier ist das Zeug. So. Ne, Moment. In irgendeiner Kiste habe ich doch bestimmt, sage ich doch, irgendwo habe ich auch so tierische Lebensmittel. Perfekt. Dann kommt jetzt eigentlich nur noch die schöne Wanderung plus Angeleinlage. Wann auch immer. Jetzt am nächsten Tag irgendwann. Hier verdorbene Kartoffeln drin? Ja, da unten. Ach, gar nicht gesehen. Genau. Ich werde nicht mit dem Pferd losziehen, weil ich keine Ahnung habe, wo ich überhaupt hingehe. Und warum regnet es eigentlich schon wieder? Es regnet heute zwei Tage hintereinander. Ja, und das Ding da oben möchte ich eigentlich ganz gerne abreißen, aber wie gesagt, ich werde mich hier da jetzt definitiv nicht hochstapeln, nur um da oben das Ganze um einen schmaler zu machen. Also ich werde halt einfach nur einen Ring davon runternehmen und das Ganze dann nochmal neu machen. Aber ich glaube, dann dürften die Steine sogar reichen. Für die kompletten Zinn. Eventuell, hoffentlich. Schauen wir mal. Ich weiß es nicht. Wir werden es erleben. Kühe haben wir. Ich glaube, wenn die ausgewachsen sind, kann man echt mal wieder ins Schlachten gehen. Wie viel Leder haben wir dann eigentlich? Reicht's für mehr Rüstung? Oder reicht es noch nicht für mehr Rüstung? Ne, zwei Leder, das ist nicht allzu viel.
Hier eine normale Angel kommen, die machen wir mal kaputt. Oder fangen wir zumindest mal an mit die kaputt zu machen. Du. Mit den XP, was kann man damit eigentlich machen, außer verzaubern? War da nicht irgendwas noch wegen Zwecks Schmieden oder so? Oder Werkzeuge verbessern? Werkzeuge verzaubern, ja klar, gut. Aber irgendwas war da auch noch mit Schmieden, Nametags oder sowas, war da was? Ich meine wohl, ich habe da was im Kopf. Aber sicher bin ich mir da gerade nicht. Sicher bin ich mir da gerade wirklich nicht. So, komm. Versuchen wir es mal. Wir schlafen. Dann können wir am nächsten Tag nämlich losgehen, unsere Wandertour machen. Und mal sehen, was für schöne Ländereien wir alles finden werden. Bin ich sehr gespannt. Aber erstmal trinkt ihr einen Schluck. Das ist wichtig. Und gesund. So. Ich werde mal in diese Richtung losrennen. Mal gucken, wo es hingeht. Ich werde so die grobe Richtung beibehalten. Nicht, dass ich mich noch verlaufe, das wäre uncool. Das wäre sehr unpraktisch. Aber mit dem Turm dürfte man die ganze Burg ja jetzt eigentlich relativ weit sehen. Ich meine, der Turm ist ja doch schon mal so 2-3 Meter. Wobei, geht eigentlich noch. Kann man dann doch schnell mal übersehen noch. Ich hätte gedacht, den sieht man wohl weiter und deutlicher. Also hier haben wir definitiv noch ein recht großes Höhlennetz. Mich würde es nicht verwundern, wenn das mit unserem zusammen verknüpft ist. Aber was mich halt interessieren würde, ist, ob wir irgendwo nochmal sowas wie ein Dorf haben. Wo auch Dorfbewohner drin sind und nicht nur ein Dorf, was leer steht. Ein leerstehendes Dorf haben wir schon, das brauchen wir nicht mehr. Aber schauen wir mal. Wir gehen jetzt erstmal auf Wanderschaft. Huch. Ah, Hilfe. Oh jo, da hinten haben wir eine riesen Felsformation. Das gefällt mir. Ich bin in Blättern gefangen. Jo, das tut mir gefallen da hinten. Da kann man bestimmt auch was Schickes bauen. Ey, ihr kennt mich ja, ne? So Felsformationen und so weiter habe ich eine Schwäche für. Eine totale. Oh, Minecraft-Musik setzt ein. Junge, Junge, Junge. Also wenn man da eine riesige Burg dran baut, ne, ich glaube, das kann schon sehr, sehr episch werden, ne? Wer weiß. Wer weiß, was alles so noch kommt, ne? Ich meine, wer hätte damit gerechnet, dass wir so schnell umziehen mit dem ganzen Krims und Krams? Hier ist ein riesiger Birkenwald. Das ist eigentlich ganz gut zu wissen, wenn ich irgendwann mal wieder Material, also Holz brauche zum Stein... Holzkohle machen. Holz brauche zum Steinkohle machen, genau. Neko 200 EQ. Also eignen wird sich der Fels hier vorne definitiv richtig gut, um irgendwas daran zu bauen. Gar keine Frage. Hallo Kuh. Crazy. Hier passieren Dinge. Hier passieren Dinge. Könnt ihr euch gar nicht ausmalen. Schwarzeichenwald. Finde ich auch hübsch.
Nur ein bisschen sehr dicht. Also ich meine, an Materialien fehlt es einem da definitiv nicht. Wir haben Dschungel direkt... What? Nein. Das ist kein Dschungel, oder? Nee. Das sah nur so aus, weil der Baum da so hoch stand. Ich dachte gerade kurz, wir hätten hier direkt Dschungel, aber das ist der riesen Schwarzeichenwald, den wir hier haben. Okay, interessant. Ich dachte gerade, weil der Baum da so hoch rausragt, ich dachte gerade so, was? Nein, wir haben doch jetzt hier nicht direkt einen Dschungel, oder? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. So viel Glück kann man nicht haben. Haben wir auch nicht. Aber ist trotzdem in Ordnung. Ich werde hier mal auf den Felsen hochgehen, mal gucken, was da oben so schönes ist. Heppa, heppa, heppa. Gibt es noch irgendwas Schickes in... Ja, super. Das kann ich mir jetzt abschminken. Gibt es noch irgendwas Schickes in die Richtung hier? Ansonsten werde ich jetzt langsam wieder zurückgehen und dann mal gucken, ob ich nochmal in die andere Richtung gehe, wo die große Wiese war, wo wir das verlassene Dorf gefunden hatten. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, so langsam könnten wir wieder zurückgehen generell. Ich habe gerade kurz durchgezählt wegen Zeit und so weiter. Nicht, dass wir dann anschließend gefühlt 20 Minuten drüber sind, nur weil wir zu neugierig sind. Aber hier der Schwarzeichenwald, also generell hier diese Formation hier. Ich werde da mal einen Screenshot von machen. Das ist mir jetzt irgendwie gerade wichtig, ansonsten habe ich nämlich keinen Thumbnail. Und ich glaube, bevor ich heute Siberia aufnehme, beziehungsweise Siberia werde ich dann morgen oder übermorgen aufnehmen, werde ich mich mal darum kümmern, dass die ganzen Thumbnails mal wieder reinkommen. Das habe ich ja auch die letzten Tage ein bisschen vernachlässigt, um vielleicht nochmal eine Stunde meine Augen zu machen, ansonsten wird das hier gar nichts mehr. Und die Videos heute könnte ich direkt rendern, das wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ich bin echt ein bisschen müde im Moment. Ey, Einstellung. Hallo. Ah, Grafik. So, das auch noch. So. So, und jetzt geht's zurück. Dass die Musik spielt, finde ich gut. Die sollten generell mal irgendwann ein Update machen, wo sie richtig viel Musik reinmachen extra. Weil in Minecraft die Musik ist wunderschön, aber spielt einfach viel zu selten, meiner Meinung nach. Aber die Musik passt immer so richtig gut. Kommt irgendwie immer so zu Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Und jetzt gerade halt, wo wir so ein bisschen reisen. Ja? Also wo wir ein bisschen uns weiter wegbewegen. Keine Ahnung, wodurch die Musik getriggert wird, weiß ich nicht, aber... Biomwechsel vielleicht auch, man weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall wunderschön, die Musik. Und immer sehr, sehr passend. Keine Ahnung, sie wird definitiv... Ich glaube, verschiedene Songs werden durch verschiedene Sachen getriggert, aber ich weiß nicht, was wodurch. Und das ist schade. Und ich finde, da sollten weitaus mehr Musikstücke drin sein, dass es einfach alles ein bisschen atmosphärischer wird als sowieso schon. Das wäre schon cool. Wäre so ein kleiner Traum von mir. Das wäre ein kleiner Traum von mir. Aber gut. Und ich werde gleich definitiv noch ein Video hochladen müssen, was ich auf dem Rechner habe. So wie das Infovideo, dass Animal Crossing jetzt erstmal nur sporadisch kommt, beziehungsweise nur noch so, wie ich gerade Lust habe. Oha, Hundi. Der Hundi. Wir haben keine Knochen mit. Aber wir haben Hundi gefunden. Wir haben einen Hundi gefunden. Boah, wie gut. Gib mir das hier. Das brauchen wir ja nicht unbedingt wegwerfen. Ne? Ey, das finde ich super. In diese Richtung gibt's Hundis. Der Hundi. Ich finde das super. Also Knochen muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie viele ich habe. Ob's
eine annehmbare Zahl ist oder ob es gar nicht so viele sind, ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Ob wir damit vielleicht einen Hund zählen könnten, das wäre cool. Fehlen uns nur noch Katzen und Karnickel. Boah, fuck. Das war zu spät reagiert mit dem Springen. Wow, Hilfe. Ich habe die Schnauze voll, jetzt irgendwo einen Aufgang zu suchen. Ich mach mir einfach rein. Na komm, hoch da. Okay, Gerümpel oben. Na. Gut, dass ich nicht Siberia gleich noch aufnehmen möchte, wenn die ganze Zeit rumgerümpelt ist. Und gut, dass ich jetzt gleich sowieso durch bin mit dem Let's Play. Also mit der Aufnahme jetzt hier. So. Und wir haben es wieder zurückgeschafft. Ich finde es wunderschön. Wir haben Hundi gefunden und wir haben geile Biome gefunden. Also, es wird einiges passieren. Die Frage ist bloß, haben wir irgendwo in der Nähe ein Dorf? Das wäre schon cool. Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns an der Stelle das nächste Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Oder wenn euch die Videos gefallen haben, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne, was ich machen soll, worüber ich reden soll oder sonst irgendwas. Irgendwelche Tipps, Tricks. Einfach euren Gedanken freien Lauf lassen in den Kommentaren und Videobeschreibung abchecken. Dort findet ihr alles Mögliche zu Social Media und sonstigen Kram. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos, euer Nicotube. Cheerio.